Herr Altenhöhne ist ständiger Vertreter des Generaldirektors und Leiter der Zentralabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin. Und Sie werden uns eine weitere Facette des NS-Kulturerbes vorstellen, nach den Bildern und Zeitungen, jetzt auch das Filmische. Ja, ich starte meinen Timer. Ja, herzlichen Gruß an Sie alle. Ich starte schnell, die Zeit ist kurz. Ich kann in der Kürze der Zeit auch tatsächlich, glaube ich, nur einen Teaser zu dieser Problematik machen. Und insofern passt das auch, als ich das als Teaser ankündige, weil wir natürlich eher einen Werkstattbericht hier vor uns haben, als eine schon gegebene Situation. Das ist nämlich kurz. Ich muss ja noch verstehen, wo ich drücke. Das oder hier, genau. Kurzer Überblick, was ich jetzt machen will. Ich mache eine eher kurze, kursorische Erinnerung daran, was Leni Riefenstahl ausmacht, also ihr Werk, und spreche dann über den Nachlass und will dann aber vor allen Dingen darüber sprechen, wie das Vorgehen ist und welche Herausforderungen sich da uns stellen. Frau Gosch hat das ja gleich in den Bereich der NS-Zeit verortet, das ist natürlich richtig. Gucken wir mal auf die Vita. Leni Riefenstahl, sie ist sehr alt geworden, sie hat viele Epochen sozusagen durchlebt. Sie war eine extrem schillernde Persönlichkeit, eine sicherlich sehr spannende Figur einfach auch, die eben durch einen ganz großen Bogen an Zeit eine sehr spezifische künstlerische Ausdrucksform entwickelt hat, die sie ideal, Sie sehen sozusagen den wirklichen Durchstart der Karriere in der NS-Zeit, aber eben auch wichtige Schritte und Erfolge auch in der Zeit danach in der Bundesrepublik Deutschland gegangen ist, und das in einer doch relativ durchgehenden und immer wieder erkennbaren Sprache. Das will ich an ein paar Bildern demonstrieren. Aber natürlich, wir müssen, wenn wir über Leni Riefenstahl sprechen, immer auch über ihre NS-Zeit sprechen. Da gibt es eine intensive dokumentarische Begleitung im Auftrag des Regimes mit einer sehr engen, unmittelbaren Beziehung auch zu Adolf Hitler. Deswegen, und dafür steht dieses Bild auf der rechten Seite, wo sie eben ja in einer deutlichen persönlichen Verbundenheit mit Adolf Hitler agiert. Wir wissen, das Leben, das Werk von Leni Riefenstahl ist ziemlich gut erforscht. Wir wissen relativ genau, gerade auch um die problematischen Facetten dieses Lebens, beziehungsweise die problematischen Hintergründe dafür, dass bestimmte filmische und fotografische Produkte entstanden. Namentlich, ich will es hier doch noch einfach mal sagen, die Rekrutierung von Juden, von Zigeunern, so wie sie in dem Film dann benannt sind, natürlich nicht, aber Volksgruppe der Sinti und Roma aus Straflagern, aus Konzentrationslagern, das ist eine Facette für Filme. Und da gibt es auch gerichtliche Auseinandersetzungen in der Zeit der Bundesrepublik darüber, wie viel Wissen um den Hintergrund dieser Rekrutierung da bestand und welche Versprechungen gemacht wurden. Aber es gibt eben auch andere schwierige Inhalte, die sie publiziert hat, für die sie steht. Und das mache ich jetzt sozusagen an diesem kleinen Bilderbogen, der natürlich nur eine Auswahl ist, fest, der auch zugleich sozusagen diese visuelle, diese suggestive Kraft der Bilder, die Leni Riefenstahl verantwortet hat, steht und wo man natürlich auch eine gewisse Linie ziehen kann. Und wir haben über den Beitrag von Klaus Zanova heute Morgen ja explizit die Wirkung des Bildes mit dem Zitat von Susan Sontag dabei gesehen. Das sind Dinge, die in Erinnerung bleiben und die prägen. Das Interessante an den Bildern, die man jetzt gerade auch in den Nachkriegspublikationen sieht, ist ja, dass die unter einer Überschrift laufen, naturnah, unschuldig und damit ein Konnotat aufrufen, was ganz viel mit unserer eurozentristischen Sicht darauf zu tun hat, wie wir ja, Naturvölker, afrikanische Völker, die heute als Herkunftsgesellschaften betrachteten Gemeinschaften ansehen und da ein ganz bestimmtes Konnotat mitschwingt. Also Bilder als unschuldig, die Person darauf als unschuldig, als sozusagen vollkommen kontextfrei zu sehen und natürlich durch die Körper den Körperkult da ein bestimmtes ideologisches Bild aufzubauen. Das ist das, was das hier ausmacht. Links, wie gesagt, ein Bild aus der NS-Zeit, Olympia 36, Publikationen dazu. Und Sie alle kennen sicherlich die filmische Umsetzung. Ihr Recht hat heute übrigens das IOC, die hat sie gekauft noch in den 2000ern. Und aber andererseits die Korrespondenz zu dem weiteren Wirken von Leni Riefenstahl, sehr erfolgreich, das war ein Massenerfolg in den 70er Jahren.
Jetzt zum Nachlass. Der Nachlass ist im November 2017 übernommen worden. Und wir haben die Kartons dann nach Berlin transportiert. Es wurde ein Schenkungsvertrag geschlossen, der eine Aufteilung vorsieht zwischen Einrichtungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und der Deutschen Kinemathek. Es gibt eine Einigung über Verwertungsrechte, die uns jetzt hier aber nicht näher zu interessieren braucht. Der Nachlass ist konkret eben aufgeteilt nach den Gesichtspunkten der Materialarten und der jeweils in den Institutionen vorhandenen Expertise an einem Ort, unter der Maßgabe, dass eine Gesamtsicht auf diesen Nachlass besteht. Die Institutionen, die sich diesen Nachlass aufgeteilt haben und gemeinsam verwalten, sind dort benannt. Und Sie können sie ja oder werden sie nebenher ein Stück weit mitlesen, sodass ich das jetzt hier nicht vorlesen muss. Was enthält der schriftliche Nachlass? Eher so als ein kleiner Fokus hinein. Er enthält Szenarien-Treatments, Drehbücher, er enthält diverse Materialien, unter anderem auch zu den Afrika-Reisen, wo die Fotos der Nuba entstanden. Er enthält aber auch Memoiren und schriftliche Werke, andere Werke. Er enthält Korrespondenz, enthält Lebensdokumente, Sammlungen. Sie haben gesehen, 7 Kartons. Interessant, vor 45 7%, nach 45 etwa 93%. Ein Hinweis vielleicht auf das, was ich gleich auch nochmal sagen werde. Kleiner Blick darauf, was das so umfasst, kommentiere ich jetzt gar nicht. Viele detaillierte Informationen zu Wegen, Schritten, zu den Produktionen, die wirklich sehr ins Private auch reinreichen. Klar, dass das sehr viele Fragestellungen auslöst, auch zu Persönlichkeitsrechten von Personen, die dort benannt sind. Darum geht es mir jetzt aber in gewisser Hinsicht gar nicht so sehr. Ich sage es jetzt schon mal, das ist ein sehr gut aufbereiteter und durchgebürsteter Nachlass. Und den hat Leni Riefenstahl persönlich natürlich auch durchgebürstet und aufbereitet. Das gehört dazu, wenn man sich mit diesem Nachlass und der Frage, wie wir den Zugang dazu eröffnen, beschäftigt. Ein Beispiel im dem Bestand Tiefland, also dem Film, den ich Ihnen direkt vorhin schon mal benannt habe. Dort sind viele Dokumente zu dem Film entstehen selber. Es sind Fotos vorhanden, es sind zu Werbezwecken entstandene Bilder, aber auch Bilder vom Set. Es sind Bildbände und eben auch erheblicher Bestand an Dokumenten, die die konkrete Umsetzung dieses Films bedeuten. Es sind aber auch darüber hinaus in dem Nachlass Zeitzeugen benannt und mit Zeugnissen. Es gibt eine große Sammlung von Pressematerial und auch weitere Unterlagen. Wie gehen wir vor? Als erstes natürlich geht es darum, diesen Nachlass zu sichten und zu ordnen. Ganz klar steht die Digitalisierung und die Zugänglichmachen für viele Gruppen von Interessierten im Vordergrund. Es geht darum, dass wir in der Abstimmung zwischen den Partnern einen sehr engen Kontakt halten und bestimmte Grundlagen auch schon vereinbart haben zu der Frage, wie werden wir diese Erschließung vollziehen, also Normdaten als Basis, Anlage von Werknormen setzen, um diesen Zusammenhang darzustellen. Das ist sozusagen eine rein fachliche Perspektive. Es geht zum Zweiten natürlich darum, bestimmte konkrete Problemkreise zu lösen. Urheberrechte sind schwierig, weil Zuschreibungen sehr unterschiedlich waren. Je nachdem, wann etwas passiert ist, gibt es eben in der großen Produktionsgesellschaft von Leni Riefenstahl verschiedene Personen, die Anteile hatten, die unter ihrem Namen veröffentlicht wurden, die nicht vertraglich abgesichert sind. Also all diese Probleme gehören dazu. Und natürlich das gerade schon mal benannte Thema Persönlichkeitsrechte spielt eine ganz große Rolle, weil wir ja sehr schnell in einen fast zeitnahen Horizont geraten. Die Schritte sind jetzt im Moment eben die Erschließungsanträge vorzubereiten, Forschungsprojekte zu formulieren, wie gesagt, weniger mit dem Stichwort, die Geschichte neu zu schreiben, aber vertiefte Einblicke zu bekommen und erste Ausstellungsplanung vorzunehmen. Wo liegt das Problem? Der Zugang. Klar, ein Zugang muss natürlich auch über Leben und Werk informieren. Für uns steht im Mittelpunkt sehr stark klar dabei auch der Nachlass als Quellenmaterial. Das ist aber kein Rückzug sozusagen in das Nichts und in die Unverantwortlichkeit, sondern muss eben sehr konkret gefüllt werden. Die Perspektive ist hier Vermittlung. Und damit sind wir ja beim Kernthema. Wie können wir den Zugang zu diesem problematischen Erbe, ich habe die Bilder vorhin bewusst gezeigt, die sind Ihnen noch im Kopf, gehen. Natürlich, wir ermitteln die Zielgruppen, wir verständigen uns über Grundsätze, da will ich gleich noch zu kommen. Ein ganz wichtiger Faktor dabei ist die Einsetzung eines wissenschaftlichen Beirats, der aus verschiedenen Disziplinen besteht, Wissenschaft natürlich, ich habe ein paar hier benannt, aber vor allen Dingen auch der betroffenen Gruppen von Personen, die unmittelbar gelitten haben unter dem Schaffen oder unter den Werken und den Umständen, in denen diese Werke entstanden. Und nochmal jetzt zusammenfassend, die spezifische Sicht auf diesen menschlichen Körper, die sich durchzieht, die per se vieldeutig ist, ist aber in ihrer Ästhetik eindeutig durch die Zeit des Nationalsozialismus beladen. Sie ist es aber nicht nur durch diese Zeit, sondern auch durch unser heute stark verändertes Verständnis. Also die Sicht auf afrikanische Völker, insbesondere die Zuma, ist eben problematisch, weil sie eine bestimmte dominierende Ideologie westeuropäischer Kolonialmacht
Systeme fördert. Und die zieht sich durch bis in die heutige Zeit eigentlich in vielen. Und wir kämpfen gerade darum, da neu unsere Verantwortung zu gewinnen, nicht in Angst, du hast vor Scham vorhin gesprochen, zurückzustehen, sondern dazu einen aktiven Schritt zu gehen. Was bedeutet das? Also, der Zugang auf das Material steht im Mittelpunkt. Wir brauchen die Zeugnisse von Zeitzeugen, deswegen auch der Wissenschaftliche Beirat, die wir dazu kontextualisieren wollen. Wir werden und beziehen die Vertreter von betroffenen Communities ein. Juden, Sinti und Roma, die afrikanischen Völker. So, ich bin am Ende. Das heißt auch für diese Vorbereitung, wir müssen diese Kontextualisierung und Dokumentation unserer Erkenntnisse, die wir dazu heute haben, tun, eben die Zeitzeugen hinzugeben. Wir werden die weitere Dokumentüberlieferung einbeziehen, die an vielen anderen Stellen, unter anderem im Bundesarchiv übrigens auch vorliegt. Wir brauchen einen sehr klugen Umgang mit den ideologischen belasteten und aus heutiger Sicht verunglimpfenden Bildern. Wir müssen die Frage stellen, dürfen wir sie digital verantworten oder gar downloadable machen? Wir haben aber gehört, dass wir es wohl kaum verhindern. Wie bringen wir die Selbstdistanzierung der Betreiber deutlich voran? Und wie erhöhen wir über den ganzen Prozess, und das ist, glaube ich, der wichtige Teil, den wir jetzt an verschiedenen Stellen hier auch berührt haben, transparent in die Frage rein, wie nähern wir uns diesem Material und seiner Publikation tatsächlich an?